Ja, Laura Dahlmeier ist zu uns gekommen. Die Kolleginnen gratulieren wir auch. Herzlichen Glückwunsch. Zweites WM-Gold hier in Hochfilzen. Sie wirken äußerlich immer ziemlich cool, ziemlich gefasst. Wie sieht es tatsächlich in Ihnen aus? Heute ist mir schon gut gelungen, einfach cool zu bleiben. Und es war innerlich so, der erste Fehler war ein bisschen ärgerlich, aber von da weg habe ich mir einfach fest zum Ziel genommen. Ab jetzt jeden Schuss ins Ziel, nur noch Treffer schießen, und das hat perfekt funktioniert. Und, ja. Wie organisieren Sie das mit der Renneinteilung, wenn Sie da ganz alleine vorne weglaufen müssen? Ja, heute ist nicht ganz so locker gegangen. Ich habe mir schon von Anfang an ein bisschen schwer da, einfach ein hohes Tempo zu gehen. Ich habe mir gedacht, okay, ich mache es halt übers Schießen. Lauf einfach ein bisschen langsamer, teile mir die Körner ein, und wenn es drauf ankommt, dann werde ich schon noch was zum Zusetzen haben. Und genau so war es. Ich habe mir dann einfach gedacht, die anderen kriegen mich nicht mehr, ich muss das jetzt noch ins Ziel retten, und habe Vollgas gegeben, und es hat super gut funktioniert, und da bin ich echt sehr dankbar dafür. Von Gabriela Kukalova gibt es das Zitat, gegen Laura Dahlmeier zu laufen ist wirklich kompliziert, die läuft wie ein Pferd. Ich glaube, es war als Kompliment gemeint, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment nicht ganz so anhört. Spornt das noch zusätzlich ein bisschen an? Sie hat, glaube ich, die Schlussrunde gemeint, dass sie da umherlaufe wie so ein Rennpferd, und heute hat das Rennpferd wieder galoppiert. Super schön, Weltmeister, ein Traum geht in Erfüllung. Spitze. Großartiges Rennen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen Dank.